So wird der Mittelwert eines Operators H im Zustand Psi in der Quantenmechanik berechnet. Das ist, wie du weißt, eine Braquette-Notation, hinter der sich im Fall von einem unendlich dimensionalen Hilbertraum ein Integral verbirgt. In diesem Beispiel wird der Mittelwert des Operators H mithilfe der eindimensionalen Ortswellenfunktion Psi von x und ihrem Komplexkonjugierten berechnet. Ein Mittelwert, wie wir diesen aus dem Alltag kennen, ist eine reelle Zahl. In der Quantenmechanik können wir aber auch einen komplexen Mittelwert mit einem Real- und Imaginärteil herausbekommen. Wenn wir beispielsweise den Ortsmittelwert oder Energiemittelwert berechnen wollen, dann erwarten wir, dass die Quantenmechanik uns einen reellen Wert liefert. Was soll überhaupt ein komplexer Ort oder eine komplexe Energie sein? In solchen Fällen fordern wir, dass der Mittelwert gleich dem komplexkonjugierten Mittelwert sein muss. Das ist eine Forderung, die nur durch eine reelle Zahl erfüllt wird. Wie du aus der Mathematik weißt, wenn wir eine reelle Zahl komplex konjugieren, dann bleibt sie unverändert. Bei komplexen Zahlen ändert sich aber das Vorzeichen. Durch diese Forderung schließen wir also komplexe Mittelwerte aus. Unsere Forderung hat weitreichende Konsequenzen für den Operator H und seine Eigenschaften. Schauen wir uns das mal an, indem wir das komplex konjugierte Integral etwas umformen. Als erstes können wir die beiden Skalarfunktionen H Psi und Psi Stern vertauschen. Dann wenden wir die komplexe Konjugation, also den Stern, auf die einzelnen Integranten an. Psi zweimal komplex konjugiert ergibt wieder Psi. Schreiben wir noch das Ergebnis in Braquette-Notation. Der umgeschriebene komplex konjugierte Mittelwert in Braquette-Notation muss nach unserer Forderung gleich dem ursprünglichen Mittelwert sein. Wie du siehst, damit unsere Forderung nach einem reellen Mittelwert erfüllt ist, muss der Operator H im Skalarprodukt vertauscht werden können. Es darf also keine Rolle spielen, ob wir H auf den Ket oder auf den Bra-Vektor anwenden. Der Mittelwert bleibt gleich. Ein solcher Operator, der im Skalarprodukt hin und her geschoben werden kann, ohne dass sich dabei der Mittelwert ändert, wird hermitischer Operator genannt. Hier siehst du die Definition von einem adjungierten Operator H-Dagger. Das ist also ein Operator, der hier auf den Bra-Vektor angewendet wird und das gleiche Skalarprodukt ergibt wie der Operator H, der auf den Ket-Vektor wirkt. Vergleiche die Definition des adjungierten Operators mit der eben motivierten Definition des hermitischen Operators, dann siehst du, dass für den hermitischen Operator H gilt, H ist gleich H-Dagger. Ein Operator, der gleich seinem Adjungierten ist, wird als selbstadjungierter Operator bezeichnet. Da es keine Rolle spielt, ob der hermitische Operator auf den Bra- oder auf den Ket-Vektor zuerst angewendet wird, kann H zwischen dem Bra und dem Ket platziert werden. Der Operator wirkt dann entweder auf den linken oder rechten Nachfolger. Analog kann der adjungierte Operator zwischen dem Bra- und Ket-Vektor geschrieben werden. Ein hermitischer Operator hat drei weitere unglaublich wichtige Eigenschaften, die wir uns jetzt anschauen. Eigenschaft Nummer 1. Hermitische Operatoren haben reelle Eigenwerte. Beweisen wir das mal schnell. Wir nehmen also die Eigenwertgleichung für den hermitischen Operator H. Hierbei ist Phi ein Eigenvektor von H und Lambda ist der dazugehörige Eigenwert. Dann wenden wir den Bra-Vektor Phi auf die Eigenwertgleichung an. Den Eigenwert dürfen wir aus dem Skalarprodukt herausziehen. Es ist ja nur eine Zahl. Jetzt wenden wir die Eigenschaft, die den hermitischen Operator definiert. Wir können H stattdessen auf den Bra-Vektor anwenden. Das Skalarprodukt bleibt dabei gleich. H angewendet auf den Bra-Vektor ergibt den komplex konjugierten Eigenwert Lambda Stern. Das ist ebenfalls eine Zahl, die wir aus dem Skalarprodukt herausziehen können. Wenn wir jetzt beide Versionen gleichsetzen, alles auf eine Seite der Gleichung bringen und das Skalarprodukt Phi mit Phi ausklammern, dann finden wir heraus, dass Lambda gleich Lambda Stern sein muss, damit diese Gleichung 0 ergibt. Der Eigenwert Lambda ist also gleich seinem komplex konjugierten und damit reell. Eigenschaft Nummer 2. Eigenvektoren eines hermitischen Operators sind orthogonal, wenn sie verschiedene Eigenwerte haben. Beweisen wir das auch mal schnell. Nehmen wir zwei Eigenwertgleichungen für den hermitischen Operator H. Hierbei ist Phi 1 und Phi 2 zwei verschiedene Eigenvektoren von H. Und Lambda und μ sind die dazugehörigen Eigenwerte. Wenden wir den Bra-Vektor Phi 2 von links auf die erste Eigenwertgleichung an.
Der Eigenwert Lambda ist eine reelle Zahl, die wir vor das Skalarprodukt platzieren können. Die zweite Eigenwertgleichung drücken wir mit dem Bra-Vektor aus. Das geht, indem wir die beiden Kets einfach umdrehen, dabei aber im Allgemeinen nicht vergessen, den adjungierten Operator von H zu nehmen und den Eigenwertkomplex zu konjugieren. Die Betonung war auf im Allgemeinen. Wir haben hier aber mit einem hermitischen Operator zu tun, also ist H Dagger gleich H und μ Stern ist reell, daher können wir einfach μ schreiben. Multiplizieren wir die Gleichung von rechts mit dem Ket-Vektor 4,1 und ziehen den reellen Eigenwert vor das Skalarprodukt. Setzen wir unsere beiden Ergebnisse gleich, bringen alles auf eine Seite und klammern das Skalarprodukt aus. Wenn wir annehmen, dass die Eigenvektoren nicht entartet sind, das heißt, sie haben unterschiedliche Eigenwerte Lambda und μ, dann muss das Skalarprodukt zwischen den beiden Eigenvektoren von H 0 sein. Die nicht entarteten verschiedenen Eigenvektoren von einem hermitischen Operator sind also stets orthogonal zueinander. Eigenschaft Nummer 3. Die Menge der Eigenvektoren eines hermitischen Operators kann als Basis benutzt werden. Diese Eigenschaft ist so wichtig, dass sie einen Namen trägt, nämlich das Spektraltheorem. Den Beweis dazu findest du in der Lektion zum Video. Ein linearer Operator H ist, wie du weißt, eine lineare Abbildung, beispielsweise von einem zweidimensionalen Hilbertraum auf den gleichen Hilbertraum. Die Basis dieses Hilbertraums besteht in diesem Fall aus zwei Vektoren. Nach dem Spektraltheorem können wir zwei verschiedene Eigenvektoren von H als Basisvektoren nehmen und damit jeden möglichen Ket aus diesem Hilbertraum darstellen. Wie du aus der linearen Algebra weißt, du kannst eine lineare Abbildung als eine Matrix darstellen. Damit können wir unseren hermitischen Operator, der den Hilbertraum auf sich selbst abbildet, als eine Matrix schreiben. Wenn der Hilbertraum zweidimensional ist, dann entspricht der Operator H einer 2×2-Matrix. Ein hermitischer Operator, der als Matrix dargestellt wird, wird eine hermitische Matrix genannt. Erinnerst du dich noch an die Eigenschaft H ist gleich H Dagger? In der Matrixdarstellung steht Dagger für eine transponierte und komplex konjugierte Matrix. Merke es dir, eine hermitische Matrix ist gleich seiner transponierten und komplex konjugierten Matrix. Machen wir ein paar Beispiele. Hier sehen wir zum Beispiel eine Pauli-Sigma-Y-Matrix. Das ist eindeutig eine hermitische Matrix, weil wenn wir sie transponieren und alle Elemente komplex konjugieren, dann bekommen wir die gleiche Matrix zurück. Das ist eine Pauli-Sigma-X-Matrix. Das ist eine reelle Matrix, weil sie keine komplexen Komponenten enthält. Das ist auch eine hermitische Matrix, weil wenn wir sie transponieren und alle Elemente komplex konjugieren, dann bekommen wir die gleiche Matrix zurück. An diesem Beispiel siehst du auch, dass reelle hermitische Matrizen den symmetrischen Matrizen entsprechen. Hier siehst du ein Beispiel für eine nicht-hermitische Matrix, weil wenn du sie transponierst und komplex konjugierst, dann bekommst du eine ganz andere Matrix, die nicht gleich der ursprünglichen ist. So, das war's. Wenn du mitentscheiden möchtest, welches Thema ich als nächstes behandeln soll, dann nimm gerne an den Umfragen teil, die ich auf dem Kanal mache. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.